Wir fangen diese Signale jetzt bereits seit 6 Monaten ab. Noch kennen wir ihren Ursprung nicht. Aber unsere Analysten sind der Ansicht, das sind kodierte Befehle für Schläfer, Agenten, die hier im Land operieren. Genau davor hat Mr. Hoover uns immer gewarnt. Sowjetagenten sind in die obersten Führungsebenen unseres Militärs und Staates eingedrungen. Das steht fest. Die NSA ist nicht überzeugt, dass es eine Aktion der Sowjets ist. Director Falk, wollen Sie uns jetzt etwa wieder mit Ihren Outsidern kommen? Es gibt eine neue Entwicklung. Kürzlich fand man ein Gerät in der Illyriummine in Bannack, Montana. Die Technologie ist uns unbekannt. Sie weist jedoch auf eine weitaus höher entwickelte Organisation hin. Und wo ist dieses Objekt? Hier. Schicken Sie Carter runter. Agent Carter? Wer will das wissen? Ihre Begleitung. Anordnung des Direktors. Ich brauche keine Begleitung. Sie bekommen aber eine. Was hat man Ihnen gesagt? Ich soll diesen Koffer hier bei Direktor Falk abliefern. Mehr weiß ich nicht. Und es hat Sie überhaupt nicht interessiert, was drin sein könnte? Nein. Gut. Aber ich muss sicher gehen. Niemand rührt diesen Koffer an, außer mir und Direktor Falk. Das werden wir ja sehen. Es ist hier. Das ist es. Zum Teufel! Die Schusswunde! Sie ist verheilt? Der Koffer! Was ist passiert? Scheiße! Sind sie tot? Was ist hier los? Der Feind ist hier! Entdeckung! Scheiße! Ich muss hier weg! Bleiben und weiter. Die armen Teufel. Sie hatten keine Chance. Teufel!
sie auf und dann schieß. Hast du doch schon 100 Mal gemacht. Muss weiter. Agent Carter? Ich bin Agent Nils. Direktor Falk sagte, ich soll... Falk? Ist er am Leben? Soviel ich weiß, ja. Nehmen Sie das Funkgerät da und versuchen Sie, ihn zu erreichen. Kommen, kommen! Direktor Falk? Agent Kenny, der Direktor und ich verteidigen das unterirdische Labor. Gibt es einen Fluchtweg? Wir bleiben auf Position, bis Sie und Nils zur Evakuierung eintreffen. Bin schon unterwegs. Gehen Sie ins Lager für neue Werkstoffe und nehmen Sie den Aufzug ins Untergeschoss. Wir halten hier die Stellung, solange es geht. Los, wir können hier abkürzen. Laufen Sie! Rein da! Vorsicht! Wir sitzen fest! Sehen Sie nach, ob Sie die Tür öffnen können. Wir treffen uns drin. Okay. Ich muss diese Tür aufkriegen. Entschuldigung, Soldat. Ich brauche das dringender als Sie. Ein Commander steht und fällt mit seinen Entscheidungen auf dem Schlachtfeld. Selbst der Tapferste stirbt, wenn er sich kopflos in den Kampf stürzt. Will ein Commander überlegene Truppen besiegen, muss er umsichtig, kreativ und präzise agieren. Still! Sie sind hier. Gehen Sie hinter den Kisten in Stellung. Ich umgehe Sie durchs Fenster. Öffne das Feuer! Keine Deckung! Riss bleibt! Wieder ein Feind weniger! Sterbt, ihr Drecksäcke! Lade nach! Sie sind tot. Los, weiter. Sie kommen näher. Befehle? Das hat gereicht. Wir treffen uns bei der Tür auf der anderen Seite. Erstklassiger Schuss. Sie sind gut, Carter. Ich war mal gut. Unsinn. Falk hätte kein Interesse an Ihnen, wenn Sie nicht der Beste wären. Man wird sehen. Wir können nichts mehr für ihn tun. Armer Teufel. Feuert auf das Schiff! Die lassen nicht locker! Weiterfeuern! In Deckung! Positionen halten! Weiterfeuern! Deckung und günstige Positionen sichern ihre Agenten und eröffnen Chancen zum Angriff. Sie können Befehlsabfolgen für sie erstellen, etwa vorzurücken und auf ungedeckte Gegner zu feuern. Nutzen Sie Gelegenheiten und agieren Sie effektiv. Das Kampfgebiet ist Ihr Verbündeter, wenn Sie es geschickt nutzen. Vorsicht! Da ist so eine Art MG-Nest! Moment! Ich habe eine Idee! Runter! Ändere die Position! Thank you.
Geben Sie ihm den Rest. Sie haben die Position abgeriegelt. Ich erledige ihn. Verstärkung! Kreuzfeuer einrichten. Schalten Sie ihn aus. Der gehört mir. Verdammt, Sie haben sich verschanzt. Das ist Ihr Ziel. Bin dabei. Was sind das für kleine Mistkerle? Das klären wir, wenn sie tot sind. Das war der letzte von ihnen. Wir sollten zusammenbleiben. Ich bin schon hier, Carter. Explodieren. Was ist das? Wir warten lieber nicht, bis wir es erfahren. Der Frachtaufzug ist hier drin. Soll ich sie ausschalten? Achtung, Carter! Sie sind hier!